Was geht ab, ihr geilen Peters da draußen? Wir spielen Starval, dem zweiten PlayStation Plus Spiel des Monats Februar 2017. Ja, Starval, zu dem Spiel kann ich euch wie zu dem letzten wie zu Not a Hero nicht sehr viel sagen, da es im Internet einfach nicht wirklich viel Infos zum Spiel gibt, zumindest. Es ist nicht so ein Spiel, was man jetzt irgendwie wirklich auch ernst nehmen kann. Starval ist halt ein Spiel, in dem man, normalerweise ist es ein Partyspiel, ich spiele es halt allein, oh, keine Freunde. Nee, in dem man halt dann gegeneinander kämpft, das hat auch der Versus-Modus. Und es ist einfach ein Partyspiel, man hat halt zwei Wale, oder drei oder vier Wale, und man muss halt gegeneinander im Weltraum kämpfen. Eigentlich von der Idee her ziemlich lustig, haben auch bekannte YouTuber wie zum Beispiel PewDiePie, soweit ich weiß, auch gespielt. Und ja, ich will jetzt einfach mal reinschauen. Versus können wir nicht spielen, zumindest ich gehe mal kurz drauf, aber... Das ist jetzt die Frage, fangen die anderen mehr Punkte zu bekommen? Können uns ja zumindest, wenn wir es nicht spielen können, können wir uns ja zumindest mal die Modi anschauen. Also, sei als letzter am Leben, um zu gewinnen. Einfach Team Deathmatch sozusagen. Oder nicht Team Deathmatch, eigentlich frei für alle. Fallen die anderen, um mehr Punkte zu bekommen. Das erinnert mich dann so ein bisschen an das Mario Kart. Und das Mario Kart Spiel mit den Luftballons. Eroberung Kontrollpunkte, in denen du das Zentrum berührst. Eroberung, schnapp dir das Herz und lauf weg. Ja, sehr lustig, aber wenn ich jetzt auch Auswahl gehe, dann Leben. Kann ich einfach aussetzen. Zeit, 2 Minuten. Jeder gegen jeden Team. Kann man so einstellen, das ist cool. Konten. Sehr. Schauen, weil man kann sich allein spielen, oder? Ah doch, man kann sogar allein spielen gegen Bots. Das ist cool. Dann gehen wir jetzt aber noch mal kurz zurück, weil hier haben wir noch Aufgaben. Da hat mich mal interessiert, was Aufgaben sind. Denn bei Aufgaben, da war ich vorhin schon drauf, da kann man die Farbe seines Wals und den Kopf und den Körper einstellen. Kopfverdeckung. So, nehmen wir einen Liederweiterlieger aus. Oh, das ist geil. Der König. Ohne Scheiß, ich glaube, ich nehme den Afro, weil der einfach. Das sieht auch lustig aus. Sido? Oh, oder den Römer. Da ist ein Spartaner, soll ich mal Römer sagen. Ja, nehmen wir den T-Rex, das finde ich geil. Oh, der T-Rex will lügen! Oh, Speck. Was gibt's noch? Bär, Burrito, Karl, Donut, Graf, Feenflügel, Assassine. Oh, nice. Letzte Runde. Das heißt sogar letzte Runde. Der blaue Pilz von Mario Kart. Hotdog, Eiscreme, langer Schall. Katze. Eigentlich finde ich, die Flügel fand ich uns relativ nice. Sachen es hier gibt. Gavin. Ich weiß nicht, ob es ein Insider ist, aber sagt mir nichts. Ah, das sind vielleicht Entwickler, ey, das ist so, das ist ja sau lustig. Ja, komm, nehmen wir viel. Da habe ich eben gemerkt, da haben wir uns noch gar nicht alles angesehen. Also werde ich hier nochmal weiter durchscrollen. Ah doch, okay, war doch alles. Na gut, da habe ich den trotzdem direkt, ich finde den lustig. Sagen, spielen wir jetzt erstmal Aufgaben, bzw. Auswahl. Nein, auf Aufgaben, so, weil ich mich wieder komplett verwirrt. Mittel. Jetzt spielen wir jetzt einfach erstmal die Aufgaben. Können wir 2, 3 Aufgaben spielen, dann spielen wir jeden Modi noch einmal und dann schauen wir mal. Also auf X tut man Steuer, aber das Lenken. Junge, Junge! Ist das geil? Ist das geil? Ja. Bei Strömung immer tief schwimmen. Nein. Aber ich muss jetzt schnell durch. Schnell. Ja. Nein. Weil die Steuerung, die geht ja mal gar nicht mit den Sticks. Junge, Junge. Ah, nein, Mann. Fick dich doch. Haben wir hier irgendwelche Spezialfähigkeiten?
nicht schon wieder, Mann! Was ist es denn? Oh mein Gott! Nein! Schon mal nach oben. Was mach ich, Mann? Scheiße! Was macht man gar nichts? Okay, das, okay, Leute, ich glaube, ich bin hier. Ich komme hier nicht weg. Jetzt schön durch, schön durch. Oh mein Gott. Ja, geschafft. Boah, ich kann mich so geil zusammen mit einer Party vorstellen. Macht wahrscheinlich richtig Sport. Aber da keiner von den kack anderen Mongos, Erik, Johannes, der PS4 hat. Egal, nächster Level. Ey, das ist halt geil. So ein Sport drauf. Voll der Tino mit dem Lügen. Das war richtig geil. Das ist so hart. Also mein 15. Nein, 15 Sekunden noch nicht schaffen können. Ja, nicht anschauen. Die Steuerung geht einfach gar nicht. Und scheiße, das mit den Sticks. Ich weiß nicht, ob das extra gemacht ist, aber es geht einfach echt nicht. Und die sind so schwierig zu. Du musst dich so langsam bewegen. Als du vielleicht das Halt hast, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Nein, doch nicht. Fuck! Das geht mal mit den Falltasten vielleicht, das ist besser. Vor allem, weil man sinkt auch, weil man da ganz oben, wenn man nicht nach oben schaut. Nein! Die kleine Drecksack, Alter. Das geht doch nicht! Boah, es kommt gleich wieder Rage Quit. Rage Quit oder was, Mann? Nein, 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 das geht schon wieder so weit. Das heißt, dem erstmal hier rüber. Fährt es? Und her? Ey, ist doch nicht machbar! Nicht mit der Steuerung! Junge! Was ist das denn? Sie versuchen, dir draufzulegen. Ja, 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 nein, nein, nein. Ja, 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 nein, nein, nein. Jetzt nicht nochmal. Wenn du jetzt nochmal reinfällst, dann hast du. Ganz ruhig, ganz ruhig. Junge, wie soll man das denn? Okay, oh, in 30 Sekunden kommt es schaffen. Nein! Nein! Hätte man das in 15 Sekunden schaffen sollen? Oh, Junge, Junge. Hier kommt vielmehr noch eine Aufgabe. Und dann, würde ich sagen, wechseln wir mal den Modus. Was? 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 Was hab ich geschafft? Da kann ich euch gleich aufgeben. Ich weiß nicht mehr. Junge, Junge. Gib das, gib das, gib das. Boah, ich muss mich da so reinlegen, dass ich so mit dem. Dass das wie so lange lang weine, so ein bisschen. Das geht doch gar nicht anders. Nein, Mann! Das ist ein Spiel. Ich hab da sowas keine Nerven für das Spiel. Das kann ich nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was? Das geht wieder runter. Okay, 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 okay. Fa. Ja, Mann! Nein. Oh! Egal, noch Silber! Was ein geiles Spiel, Mann! Egal. Dann machen wir jetzt nochmal Ziele. Auch, komm bitte. Komm, da können wir, spielen wir hier, ach komm, das war das erste. Da spielen wir auch wieder 3 und dann können wir mal jeden Modus einmal spielen. Hier muss man einfach nur alles hier. Alter, die Steuerung, das geht echt. Die geht gar nicht, Mann. Die geht einfach nicht, die Steuerung. Die ist einfach, nein. Das ist so geil, das Spiel, das ist so geil. Ja, okay, wenn Hindernis einfach nur so ist, dann spielen wir hiervon vielleicht gar nicht so viel, weil das ist ja dann eigentlich relativ öde. Zumindest hier ist die erste Mission, aber.
Das ist einfach, weißt du, wenn du etwas eigentlich hinbekommen würdest, dann einfach die Steuerung das verwehren würdest, wegen dieser Scheißsteuerung nicht hinbekommst, ey. Das macht mich so auf. Egal, ja, dann spielen wir, wenn es sowas ist, dann spielen wir doch direkt aber mal, hier, komm. Das vorletzte Level, oder? Das ist bestimmt, obwohl das ist ja Singleplayer, ne? Ja. Ich weiß, es sieht vielleicht echt bescheuert aus, aber wenn ihr das Spiel spielt, ey, die Steuerung. Ey, ja, Alter, Mann. Jetzt geht aber was dran! Nein, 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 ja, jetzt noch ein. Nein! Ja, oh, das war Skill. Oh, Mann. Egal, yeah, geschafft, geil. So, dann würde ich sagen, was ist jetzt erstmal hiermit? Und wir spielen jetzt mal die Modis mit den Bots. Gedrückt halten, okay. Versus, genau. 3, 4. 4 Stück. Ja, wenn wir alles einmal spielen, das reicht mir dann zeitlich. Finde ich, denke ich, relativ gut. Also es geht dann auch nur zeitbegrenzt. Ah, okay. Runden als erster. Ja. Achso, das ist ja Überleben. Jeder gegen jeden. Dann kann man mal 3 Minuten machen. Das machen wir. Ah, hier können wir jetzt mal einen anderen nehmen. Spielen wir jetzt mal. Komm, ich hab Bock auf den. Oh, ich hab Bock auf den Mexikaner. Den Mexikaner mit. Ist einfach rassistisch zu sagen, dass man denkt, dass das schon direkt ein Mexikaner ist, wegen dem Sombrero und dem Hut, dem Bart. Ist das rassistisch? Oh, Sushi! Also gar keine Gegend. Das passt doch. Nein, doch, wir müssen Sushi. Das passt eher als wir. Mexiko! Hey! Bart hinzufügen. Okay. Ich fick die jetzt alle. Scheiß Bots. Ist aber cool, dass man das. Mehrere Planeten. Zufällig, ja, nochmal auch zufällig. Wo bin ich? Ach, da. Was? Ah, man muss dem her. Alter, die ficken mich! Was läuft mit denen? Alter! Da gehen die alle auf mich, kann das sein? Nein, war nicht. Ich muss da immer irgendwie so außen schwimmen. Oh mein Gott. Ja komm, ich will Hauptsache. Ich sterbe nicht als erster. Ich habe noch niemanden Schaden gemacht, aber egal. Nein, oh, du bist so ein. Du Bastard. Oh, ja, ja, komm jetzt. Ja! Nein! Nein, 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 nein. Ich fahre jetzt nur noch hier rum. Nein! Ich bin tot. Okay, komm, wer von denen holt es jetzt? Ladies and Gentlemen, danke, dass Sie eingeschaltet haben zu Starbahn. Hier sehen Sie drei komische Wale, die wie sie ihren Kopf durch den Computer gesteckt haben. Weltallfaxen machen, Mann! Asteroidenfeld, ja, ist ja geil. Und der eine, der hat seinen Kopf verloren. Okay, wer gewinnt? Grün mit 3 Herzen, Gelb mit nur 1 Herz. Verwirrend, aber der Grüne hat ein gelbes Herz. Hm. Leute. Wenn es jetzt nicht hinbekommt. Komm. Ja, da kommt grüner Mann. Fick ihn. Oh, 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 spannend. Der Gelbe holt auf. Der Gelbe holt auf. Und. Hey, wenn es jetzt so lang geht. Ah, es geht, ging ja 2 Minuten, egal. Komm. Mann, fertig. Ja, nein, nein, nein. Oh, ich bin eigentlich für den Grünen. Ja, ja, oh mein Gott. Ja, der Grüne hat gewonnen! Hey, Peter! Und ich bin Schwerter. Geil. Egal! Leute, Modus wechseln. Das war der erste Modus. Punkte scharf. Fand ich auch noch mehr. Ja, das war auch lustig. Punkte, 10 Punkte, ja. 3 Minuten. Jeder gegen ihn. Man kann doch mal Teams machen. Lassen wir mal Teams aus.
Ja, der Sombrero. Na komm, das ist jetzt mal der. Ich war auch noch einmal Star Wars. Was war das? Nein, ich war auch Star Wars. Ja, das rote Laserschwert. So, die anderen Bots. Nein, ich komme gar nicht mehr, Sister. Wer bestätigt? Was ist? Fertig machen. Genau. Bereit zu bohren. Wo ist denn den hier? Zeitspirale, Modul, Testkammer. Ah, es gibt noch verschiedene Ebenen auf dem Planeten. Ah, mit Testkammer. Oh fuck, ich dachte eben, ich war unten. Alter, will ich mich direkt fertig machen. Okay, gegen Computer, ich glaube, die sind ein bisschen zu skillig. Ich glaube, aber wenn man es mit Freunden spielt, macht es bestimmt mehr Bock. Aber Alter, die Computer, Mann, die ficken mich da einfach. Ey, du dummer Hurensohn, Alter. Ich werde verlieren. Ja, safe. Ja, 4 Punkte. Guck mal, ich hab halb so viel wie die. 5! Komm, noch eins. Nochmal. Ja, 6. Komm, nochmal. Ja, ich hab aufgeholt. Komm, noch zwei. Ja, noch zwei. Nein! Oh, ganz knapp. Ich hab nur 9 Punkte geholt, oder? Ja. Was? Hä? Haben alle 10 Punkte geholt? Ach so, das war alles ein Team. Ach so. Oder was, Mann? Oh. Egal. Modus auswählen. Was kommt jetzt? Erober Kontrolle und den das Zentrum wirst. Easy. Zeit endlos. Na, dann machen wir weiter, dann machen wir 20. Was gibt's jetzt? Jetzt machen wir mal den Afro. Den Afro mit der letzten Runde. Nein. Ich kann den Messer nicht allein. Vielleicht sollte ich nicht immer. Na egal. Asteroid, ich will mal da, das hat mir auch schon, das hier hat mir glaube ich noch nicht. Oh, Liebestunnel, das hört sich doch sehr, sehr sexy an. Oh, danke. Achso, man muss, Alter, da hab ich mich vertrieben, oder was? Achso, wenn du das umfällst, dann... Ich muss hier nur dranbleiben, oder was? Ach so! Okay, jetzt habe ich es kapiert. Das ist als Team bestimmt auch lustig, weil da bleibt einer dran, der andere wehrt die anderen ab. Aber egal, Leute. Ich will die Folge auch nicht wieder allzu lang machen, deshalb kommen wir jetzt schon zum letzten Modus. Oh, schnapp dir das Herz und lauf weg. Punkte 30, ja, machen wir es jetzt mal so. Aber dann machen wir das jetzt mal, diesmal. Okay, noch einmal anpassen. Jetzt nehmen wir mal den weißen Afro. Hat da, oh, Hotdog, gibt's nicht schwarz. Weil wenn es nicht schwarz gibt, ist ja voll rassistisch. Was eine Scheiße. Ja, das nehmen wir aber mal. So. Oder Eiscreme. Eiscreme, boah, Banana Split. Geil. Machen wir mal nur einen Gegner, den schicken wir jetzt. Junge. Und diesmal auf den Planeten. Fletcher Pass, ja. Das riecht gut, wollte ich schon sagen. Das ist gut. Okay. Oder? Ah, der Trick ist jetzt bei sich. Ach so! Alter, du bist so ein. Da kann man. Alter! Ja. Junge, ich will zumindest einmal haben. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ich hänge fest. Ich kann mir nicht mehr weg. Ich kann mir nicht mehr weg! Ah, man kann auch rückwärts. Nein, man kann nicht rückwärts. Ich hänge jetzt echt fest, oder? Whoops on me. Das spiel ich nochmal. Am Arsch, Alter. So, jetzt aber. So, jetzt will ich mir das Herz wieder am Anfang. Mann.
Ich hasse die Steuerung. Und ja, komm. Alter, guck mal, wenn die sich einmal so drehen, da kann man da gar nicht mehr dran. Ich meine, guckt ihr das an? Guckt euch an! Ja, ja, jetzt bist du in der Falle, du kleiner Wichser. Wenn der da rauskommt, dann muss ich kommen. Also jetzt muss ich aber irgendwie noch runtergehen. Nein, das kommt nicht wieder! Oh, ich bin auch in der Falle! Nein! Wie ist der rausgekommen? Das kann doch nicht, das kann nicht, das kann nicht. Das kann doch nicht! Mann! Oh. Okay, noch einmal. Noch einmal. Noch ein einziges Mal. Oh mein Gott. Komm wieder mal. Einfach langsam runterfallen lassen. Einfach runterfallen. Ja, ja, ich hab das Herz. Ich hab das Herz, du dummer Wichser. Warte, ist das. Ist das schon wieder? Ja, das hab doch ich wieder. Hä? Was passiert jetzt, hä? Du deiner Ficker, Alter. Also dreh dich doch mal. Warum schaff ich denn jetzt nicht zu drehen? Weißt du, ich wollte mich genauso hinlegen wie der erste. Das schaffe ich aber einfach nicht, wenn ich das Herz habe oder was. Mann, nein, jetzt gewinnt er schon wieder. Oh, ich bin gerade so unbefriedigt. Ohne Scheiß, ich bin so mega unbefriedigt. Ehre, komm mal bitte vorbei. Jetzt tut er rein! Mann! Egal, 8 Punkte. Mehr als 8 mal so viel. Die letzten Runden. Aber egal, Leute, das war Star Wars. Ich finde es echt ein lustiges Spiel. Macht selbst allein schon Spaß, aber ich glaube auch eher nur, wenn man es aufnimmt. Ich glaube, wenn man es ganz allein spielt, ohne aufnehmen, meine ich, dann ist, glaube ich, nicht mega lustig. Aber ich kann mir vorstellen, in der Party macht es richtig Bock. Wenn es mit 4 Leuten spielt, macht es, glaube ich, echt mega Bock. Also als Abwechslung, wenn man mal nicht weiß, was man spielen will, Langeweile hat, dann ist es, glaube ich, echt super. Deshalb, ich glaube, ich mache noch eine Erweiterung für mein super ausgetüfteltes Bewertungssystem. Und zwar bewerte ich jetzt immer nach Spieleart. Weil ich meine, das Spiel kann man jetzt nicht mit War of Mine oder Not a Hero gleichsetzen. Deshalb, dafür, also Partyspiel, dafür, ich bewerte es einfach unter der Kategorie Partyspiel, dafür, dass es ein Partyspiel ist, finde ich es echt cool. Also ich tue mich mit den Punkten irgendwie immer ein bisschen schwer. Ich muss glaube ich nochmal abändern, weil 8 oder 9 Punkte ist immer kacke zu sagen. Ich muss echt einfach so Bewertungen wie bei Pete's Meet, die Trash, ne, sowas muss ich einführen. Deshalb. Ich gebe dem Spiel jetzt auch mal wieder 8 Punkte, weil es ist so mein Standardding. Ich lasse mir auf jeden Fall noch irgendwas einfallen. Aber, dann bewerte ich es immer nur mit Worten. Ich find's echt cool, macht Leben mega Laune, ist sau lustig, man muss da echt lachen. Manchmal macht's einen auch ein bisschen aggressiv, einfach wegen der Steuerung, aber das ist auch gerade so lustig. Ohne diese Steuerung, da wär's im Leben, nie im Leben so lustig, wie es da jetzt ist. Und ja, deshalb, ich hoffe, ihr konntet euch auch eine gute Meinung zu diesem abgefahrenen Spiel machen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, schreibt doch in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, Leute, haut rein.